Die sind nach vorne gerichtet. Hey, guck hier. Nach vorne, Kopf runter und starr. Nicht wie bei den meisten anderen Vögeln, seitlich am Kopf und beweglich. Dadurch ist das Blickfeld sehr eingeschränkt. Als Ausgleich dazu sind die Eulen dann in der Lage, den Kopf um 270 Grad zu drehen. Beim Fliegen sind Eulen oft nicht ganz so aktiv wie Tagreifvögel. Der Grund dafür ist, der Tagreifvogel, der hat ja hier vorne einen Kropf, wo es Futter reinstopft. Und erst wenn der Kropf richtig voll ist, dann will der kein Futter mehr haben. Die Eulen, die haben keinen Kropf. Die haben nur einen erweiterten Schlund. Okay. Das heißt, wenn die dann so 3-4 Kükenbeinchen gefressen haben, dann haben die erstmal ein Sättigungsgefühl. Das Futter muss weiter runter wandern im Verdauungstrakt und dann wollen sie erst das nächste Futter haben. Und darum sind sie oft nicht ganz so aktiv wie die Tagreifvögel. Ja, der Bartkauz ist jetzt keine heimische Eule. Er hat ein kleines Verbreitungsgebiet in Europa und zwar in Nordschweden oder in Finnland, also in Lappland. Und darum heißt diese Eule in vielen europäischen Ländern auch, da unten ist sie, Lappland-Eule. Bei uns im Bartkauz, wegen diesen kleinen schwarzen Streifen, sieht aus wie so ein Bärtchen unterm Schnabel. Ja, Eulen können nicht, Eulen Augen können nicht alles leisten. Eulen können in der Dämmerung teilweise sehr gut restlich verwerten. Sie können in die Ferne am Tag, in die Ferne genauso gut.